Moin zusammen, ich ja, der Harm. Ich habe mir vorgenommen, das nicht mehr zu tun. Ich habe trotzdem viel gemacht. Na gut. Also, und jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich meine Ausbildung hier, glaube ich, abgeschlossen. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, hier neue Aufträge sind verfügbar. Wo war das noch? Aufträge waren. Was ist da? Aha, das ist schließen. Die anderen Aufträge, genau, da müssen wir hin. Weitere Gartenbaufamilie Niesen. Genau, gehen wir, machen wir den mal. Was ist da? Baggere ein Dingsoperant. Was müssen wir denn? Also, den kleinen Bagger zur Baustelle fahren. Dann besorgen wir einen Container vom Baustoffhändler und transportieren die Ladung in den markierten Bereich. Baustelle. Baggere den markierten Bereich aus und baggere den markierten Bereich aus. Mhm. Den nehmen wir denn mal an, wa? So, jetzt lädt er. Fahre den kleinen Bagger zur Baustelle. Besorge einen Container Baustoffhändler und transportiere die Ladung in den markierten Bereich Baustelle. Aha. Ja, dann fahren wir erstmal den kleinen Bagger zu. Nein, Harm. Den kleinen Bagger. Du brauchst der kleine Bagger. Und ich brauche den Hänger. Ah, gut. Dann brauchen wir, probier's mal. F. Hinein. Innenansicht hatten wir gesagt, geht besser, ne? Genau. Rein. Brauche ich den Hänger da? Hänger. Ja, wieder Ansicht wechseln. Nein. Ja. Ja. Gut. Hänger. Stopp. C's Hänger ankuppeln. Und jetzt müssen wir den hochfahren. Das war. Mhm. Und. Hm? Nein? Cool? Ja. Das war cool. Cool, Schützen ausfahren. So. Fahr ich hier mal. Am besten gleich Richtung Straße, oder? Scheiße. Ach, muss ich. So, genau. Steigen wir mal aus. F. Hoffentlich stehe ich hier noch so vernünftig, dass ich den Bagger da noch drauf kriege. Oh Gott. Nee. Das geht so nicht. So geht das nicht. Ja. So wird das nichts. F. Das glaubt mir ja niemand, wenn ich das zu Hause erzähle. Da kriegt mein Chef ja eine Antwort. Da fahren wir einmal schön gerade, so. Ach, das ist auch ja noch eine Ausfahrt. Ah. So, raus. Jetzt Bagger holen. Bagger. 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 Ach, Fahrerseite einschränken, so wie sich das gehört. Hm.
Du, jetzt wollen wir es mal schlimmst zu hoffen, wa? Was war denn jetzt noch? Fahren war Q und E. Ich weiß es noch. Falsche. So, da muss ich doch noch. Wie kriege ich den denn auf den Hänger? Kann man da irgendwas ausfahren? Nee. Wie geht denn das? Scheiße. Oh, oh. Wenn ich da jetzt, warte mal. Mit Y klappt man die Klappen auf, ne, oder? Kann ich da? Na. Nee, ich will nicht in kleinen Pritschenwagen anschlagen. Ich will laufen. Ach nee. Nee, ist auch nichts passiert. Aber ich glaube, ich weiß es. Ich probiere mal was. Ich weiß noch, wie wir beim Bekannten von mir gepflastert haben. Ob das funktioniert. F. So. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Wenn das mal gut geht. So, ich glaube noch ein bisschen dichter ran. Jetzt. Wieder umschalten. Runter. Aha, ob das wohl geht? Aha. Einfach wieder hoch. Das Ding im Einklappen. Andersrum. So. So. Und jetzt drauf fahren. Ach nee. Geht das oder geht das nicht? Scheiße. Na, komm her. Ups. So, ich bin drauf.
aber irgendwie. Ja. Nicht? Scheißegal, pass. Siehste? Pass. Hab ich auch gesagt. Also, ich übernehme jetzt keine Garantie, dass das richtig war, aber es hat funktioniert. So. So. Wieder einen Wagen. F. Noch im. ...60 Minuten gebockelt. 5000 Euro. Na, kick es, das ist doch schon mal was. 5000 Euro. Klappen zu war. Y. Sehr schön. Und jetzt wollen wir zur Baustelle. Oder will ich zur Baustelle? Heido, die Baustelle ist da hinten. Ist das die Baustelle? Warum geht das nicht schneller? Hallo? Oh, muss ich da was sichern? Warte mal. Einsteigen in kleiner Bagger. Kann man kleiner Bagger sichern? Ne, man kann doch wohl kleiner Bagger nicht sichern. F einsteigen. So, jetzt aber Heido. Los. Vorwärts, ne? Wieso tut er sich so schwer? Er konnte ja jetzt auch noch mal im. Was mache ich denn jetzt falsch? Hm. Hm, das ist ja jetzt. Ha! Was ist denn jetzt passiert? Ach, mein Dings hängt. Das ist komisch. Ein bisschen zurückfahren oder was? Zu weit nach vorne? Irgendwas stimmt bei uns. So, jetzt sind wir schon mit. Das ist ja komisch. Ja. Ich überlege jetzt mal, wie das, warum das nicht so ist, wie ich das wohl will. Und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was macht Ham, was macht Ham als nächstes, oder oh Gott, Ham, was hat das hier gemacht, dann schaut doch einfach den nächsten Teil an. Bis dann. Winke.